Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von My Career, Folge 12. Raw, bei der 19. Januar, erste Woche. Ach, und Stephanie. Oh, du bist der Neue. Lass mich mal einfach mal falls noch nie ein offizieller Raw willkommen für diesen Tag. Bleib sauber und mach dich klar, wie du dich hier laufen. Was du nicht antust, dann bin ich dir sicher und du bist zu Hause. Und dann machst du es doch, oder? Es ist genau, was zu sagen. Ich gehe mir nicht mehr weg. Das ist ein genauer Ort, um zu bleiben. Ja, nee. Nach dem Moment, wenn man meint, einfach nicht so bleiben zu können. Meint mir nicht genau unten. Und ich schätze, du kannst dich vorstellen, wo dir dann in den Mann fliegt. Sie wird mich verstehen nicht. Nein, ich werde schwer die Hilfe zu gucken. Ich versuche, ein bisschen von dir zu machen. Mehr nicht, das ist ein freundlicher Mann. Ich weiß, der wohl zu schätzen, dass du dich wirklich. Sehr schön zu hören, aber in der Reihe ist ein neutralisierter Mann. Dann musst du wissen, du musst das leben, du musst das atmen. Und du musst natürlich auf das Gebäude, aber quasi die Zeit, die deine andere Zeit schaue, ist. Niemand, der Treppe ist, war ihn abgesehen. Und ich will meine Investitionen schützen. Wie sinnvoll. Sie haben eine Menge an Zeit und Geld in den Steck, wa? Stimmt schon, ich will das nicht so mein Ziel, aber gibt es nicht, wie sehe es auch im Prestige? Seines oder ihres? Das ist in diesem Fall das selbe. Und du kannst ihn nicht spielen. Du sollst dafür sorgen, dass er oben fällt. Das Neue ist, dass deine gute Möglichkeit deine Qualität gut einzustellen. Also, Mojo ist ein guter Mann. Den kann man bestimmt ein bisschen umfangen. Ich weiß, ne? Ich sei neu und ich bin noch nicht hin. Aber ich kann Ihnen eine Sache sagen, auf die Sie sich verlassen können. Wenn ich sage, dass ich mir eine Freiheit halte, dann halte ich Ihnen auch eine Freiheit. Und wie kommst du denn? Ohne jeden Zweifel. Gut, dann fangen wir. Ihr schafft den Stolz im Gorilla-Bereich. Sprich mit den Prozenten dort drüben. Herr Kadett, wie du dich am besten jetzt nicht machst. Okay. Okay. Sprich mit Ted Müll, nee, Mullen im Bundesbereich. Ach, da ist der Mr. Wasser. Stephanie meinte, ich soll dich vor dem Match heute Abend ansprechen. Schön, dass du mit uns beide mitmachst. Willkommen an Bord. Es war schön, dass die Abschluss durchgegangen. Sie meinte, du willst dann so heiß gehen. Perfekt, also heute Abend kannst du morgen schauen, Seth Rollins. Das sollte eigentlich alles passieren, aber wir möchten, dass du uns ein bisschen aushilfst. Ich will ja nicht lügen, aber es hört sich an, als ob ich wirklich die Ersatzplatz von jemandem anderen machen soll. Das ist unser bester Fall. Ich wüsste auch aber auch nicht, wenn das irgendwie mehr relevant wäre. Keine Grund, wenn es hier im Rahmen so logisch für überhaupt sein, wenn du verstehst. Einfach ausgedrückt, Stephanie will, dass du auf dem Set stehst, doch bevor das Match überhaupt angefangen hat. Wie du genau anstellst, ist das deine Sache, aber lass dir nicht den Kopf zu zeigen und führe auch keine Gesichtsmusik für die Kamera auf. Mir gibt es in allem nicht mehr und Samoa ist sauer. Bleib ich mir drauf und wir beide sind in den perfekten Punkt. Gewinne dieses Einfluss von dem Match. Okay. Dann möchte ich mal als der Freund zeigen, wie man vor dem Match einkommt. Hier ist eine Menge Musik. So, hier bleibt die Rockmann wieder an. Oh, die sind leider DLC. DLC. Make war begin.
freue mich immer wieder. Ja, ich bin zurückgebracht. Another great night in store. Thanks for being here. Coming to you live from ringside, where I can barely hear myself think. We have a great match coming up next. It'll be Seth Rollins versus Samoa Joe. Fed. Need a think noise then. NXT. Cage. Well, guys, I could be right. How is this going to be? NXT. We do this exciting. And I'm going to listen. Backwards to the past, I don't know how to help me. I'm going to make it a circle. And the future. He works again. Too much of this. They need to get in the ring so we can officially start here. Did you hear the thump his body made when it landed? Getting his attention with a vicious strike. He's trying to mangle his face here. Here he goes. Uh-oh, the Alabama Slam. I think that slam caught us all off guard. He's looking at it. Frankensteiner. That's where you go every week when you will face Samoa Joe, because Samoa Joe needs to be brought. Willkommen in Hauptroster. Mein Trainer gewinnt ein erstes Match bei Raw, und mein Ding sind auf einem Match. The best man in the world. From the idol. From me. Nobody is ready for darkness. Ich hätte so meine Zweifel, als ich Steffi am Plan darlegte. Ich dachte, du wirst dir das übel vermasseln, aber du hast es nicht verbraucht. Du warst sogar echt brauchbar. Das war keine schlechte Vorstellung, sag ich mal. Bitte lass mir nicht sagen, dass ich meine eine echte Ehre war, meinen kleinen Anteil zu deinem Sieg beitragen zu dürfen, glaube ich. Einen kleinen Anteil, wenn man bedenkt, wie groß die Kluft im Darm eines Kindes zwischen uns ist. Ich schätze, du hast mich besser aussehen lassen. Ja. Ja, das ist dein Mut, ist echt ein überwältigendes Lob. Ja klar, du liest es, Kleiner. Auch egal, bleib in meinem Schatten. Komm mir nicht mit euren Füßen für alles, was ich sage. Oder was Steph dir sagt. Auf den Nerv brauchst du dich nicht zu konzentrieren. Also, Joe, wie? Ja, zu. Ich habe hier ein paar Gespräche für den Fähnchens. Okay. Das heißt, wir sind geübt gerade. Ja,
always don't have money in his fingers. And nobody gets right. He's good. You know, walk up like that. That's for Damon. Tough. Du kannst wirklich gut reden, aber wenn du rein willst, sind die Worte nicht bedeutet, wenn du nicht den absoluten Willen zu erzielen hast. Wenn du nichts anderes um zu gewinnen, dann sollst du gar nicht antreten und noch keine schönen Worte bewahren sich von der Niederlage. Viva la Raza! Raza! Oh, Lady, I wanna kill you. I'm calling you. I lie, I cheat, I steal, yo! Mamacita, I got that passion, it's lasting long. Los mujeres, fall in love with that nagging charm. One woman isn't enough, amigo. Siempre cogiendo más mujeres porque soy latino. And I'm tough and tough, calling your bluff, cause I lie, I cheat, I steal. I lie, I cheat, I steal. I don't care if you don't like me. Everybody listen, fuck you. Oye, lo claro, I ain't the one you wanna meet. Hay nada más caliente, I'm too hot for you, yo. Latino heat. I had a feeling we would start this way. Here we go. Das ist mein Heute-Dachte. Hast du jeder angezweifelt, dass ein WWE Superstar zu sagen gibt, einen anderen Beruf, der dich interessieren würde? Okay. Und dass du deine Interviews antwortest, dass du selber ein Bruder und dein Eifel ist. Was denn für eine dämliche Frage? Ich bin einer der besten lebenden Superstar. In der Branche gibt es nur einen Spitzenplatz. Soll ich dir jetzt bitte schön ein kleiner Tipp? 2W und ein E. Was denkst du über die anderen lebenden Superstars? Bist du mit vielen befreundet? Well, okay. Wenn du der Beste in der WWE sein willst, wird es in der Spitze sehr einsam. Jeder Superstar in dem Unternehmen träumt davon, ein Champion zu sein. Und dafür muss man immer einsam ertragen können. Es gibt nur einen Platz in der Spitze, den jeder will haben. Ja, ich habe Freunde, aber wir alle wissen, dass irgendwann der Tag kommt, an dem wir uns Freundschaft für den Titel opfern müssen. Und das habe ich schon oft erlebt, meine Damen und Herren. So that's where we are. Danke, ich gebe ready ab. To get it going. Not exactly. What's up? Because when you win the championships, friendship doesn't matter anymore. Roman Reigns, the big one, huh? Big dog, huh? And a bastard, huh? And a bastard, huh? But so, nah, that's what I'm doing this game, huh? Stimmt, was krank, huh? Beim anstehenden Pay-Per-View solltest du auch aufhören. Selbst wenn du schon ein Match angesetzt bist, kannst du nie wissen, ob ein Superstar nicht mehr in Washington oder so überrumpelt. Wir sind eine Branche, in der man am besten Augen und Mühe verfahren sollte. Das ist nicht angreifen, ne? Ich will angreifen. Bam! Piss dich. Komm, sei krank und ich könnte Englisch nicht machen. Soll hier jemand dein Auto verfahren? Jo. Jo, mein Auto, danke. Yeah.
2019, Januar 2. Sprich mit Fett, Pott, Mullen und Wolfson. Ja, tolles Timing. Was ist los? Du wirst super gestresst. Wir stecken gerade in der Klemme. Wir könnten dich heute Abend brauchen. Das heißt nämlich, Nick hätte beschlossen, dass Strauss seinen Titel aberkannt bekommt, weil selbst auch für diesen Match gegen Joe von niemandem überfallen wird. Ach, Joe ist der Universal Champion. Ja, hat der Charisma bei ihm irgendwann mal besiegt. Wir hatten echt aber den Sieg und hier gewinnt den letzten Ein Sache, die echt viel gewesen. Leute, hast du schon doch zumindest doch nee, wenn du wirklich was haben. Ich bin mir sicher, unter das eine, was richtig betrachtet, sagt ein Überfall her und was, sowas in der Art, dass er selbst weiß und er dann Stress mit dir anfängt. Vergiss es, Mick hat eine rote Linie gezogen. Es ist besser, wenn wir seinen Beschluss gegen ihn verwenden. Da Mick nichts darüber gesagt hat, was passiert, wenn irgendetwas während des Matches läuft, ist unser Plan, dass du dann zuschlägst. Vor allem vor dem Match wird Seth wahrscheinlich schon auf der Hut sein, aber mit seiner Tagebegrenzung kam das Recht der definitiv nicht. Teufel, ich denke, Mick wird beim nächsten Mal sehr genau achten, wie er seine Beschlüsse formuliert. Wenn du das durchziehst, brauchst du kein nächstes Mal zu bieten. Sobald das Match gut läuft, gehst du raus und sagst du, dass er nichts bewegt. Stell sicher, dass der Monschauer das Match gewinnt. Listen up, there's not a moment to spare. It's quite a drop from the top, so how you feeling down there? Where did you think you'd go? It's 20-1, yeah, so you better run. You got the world on its knees, you're taking all that you please. You want more, but you get nothing from me. You like the burden we bear, you love the hate that we share. You want more, but you get nothing from me. Best of all, some Planet Games 2. Thanks for spending your time with us, folks. This crowd is almost as fired up as we are to get this party started. Almost. You'd absolutely be insane to change the channel, so don't even think about it. Now, don't go anywhere. We have a classic coming up. It'll be Seth Rollins versus Samoa Joe. Oh, I cannot wait. Thank you.
City. Certainly seems more focused than perhaps I've ever seen him. He's got one tall task ahead of him here, that's for sure. Based on the electricity that's traveling through this arena and decibel level of the crowd, I think it's safe to say the roof of this building just might blow off. Guys, Bowling Green better be ready because this match will be like no other. An early pin attempt. As the action continues, let's discuss Seth Rollins briefly. What, in your opinion, can the WWE Universe expect from him here? As the architect of one of the most powerful factions in recent memory, Seth Rollins knows what it takes to make a statement, as I'm sure we'll see here tonight. Here in the early going, he's got a spring in his step and some fire in his eyes. We'll see if that translates to a victory. I've got to say, I have absolutely no clue why this superstar is still out here at ringside. Hey, he's not bothering anybody. Leave the poor guy alone. No, come on, that's just one bastard. Seth Rollins is one of the most complete competitors you'll find in sports entertainment. The WWE Universe knows that when Seth has a goal in sight, the man is unstoppable. You may be unstoppable, but he's... Why is he out here in the first place? I honestly have no clue. What is it? He's truly mastered that lock, guys. This might be it. Tap, tap. He had it locked up and made his opponent tap out. Ich wollte sagen, dass ich bei der Seite eine echt ordentliche Arbeit habe von dir. Nach langer Zeit dir zu helfen. Hoppla, verstehe mich nicht falsch, ich hätte die Hälfte nicht gekauft. Ich hätte das Match auf jeden Fall auch noch reingehen können. Aber hier gerne ich jetzt solche gezeigt, dass du alles verstehst. Trotz allem, was du sagst, verdiene ich mir eine Erkennung für meine Leistung. Ich habe hier selbst auf den Zielerfest gezählt wird. Eine Anerkennung sah es als wie damals, was du meinst. Und ich habe jetzt noch vor 5 Sekunden angefangen, jetzt war das Gefühl nicht geworden. Durch und durch der Bass, weil ich länger fahren wollte. Schieß los. Wenn du wirklich der Beste der Besten bist, wie bringe ich dich dann in deinem Vertrag? Das kannst du nicht, der Beste der Besten, das hast du selbst gesagt, kann ich das nicht. Naja, ich glaube nicht, dass das. Das kann nicht passieren, Mann. Ich weiß nicht mal, was zu sagen soll. Soll ich so brauchen, dass vielleicht ich scheine es ernst zu nehmen. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, dass ich nur halbwegs in deiner Reichweite wäre.
Ich sage, du hast clever durch Rennen und leicht, aber nicht mal, es gibt eine Chance, wenn du nicht verloren wirst. Ja, oder? Aber hey, ich habe noch was vor. Wir nehmen dir einen Trick und stoß auf den Schatten. You can look, but you can't have the feet. Bis dann!